Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, Freitagnacht. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, das Thema ist völlig egal, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Olli. Hi. Hi. Und Olli ist 27 Jahre alt. Genau. Olli, um was geht's denn? Ja, ich habe angerufen zu dem Thema, da ging es um verhängnisvolle Sex. Genau, das hatten wir diese Woche. Genau, das hatten wir diese Woche und da hatte ich angerufen. Ja. Und zwar ging es darum, dass ich in einer festen Partnerschaft lebe. Mhm. Wie lange und, schon? Jetzt im Oktober 5 Jahre. Wow, lange. Ja, ja. Ziemlich lange, auch treu und alles. Ja. Aber da gab es dann halt einen Ausrutscher, weil ich habe früher als Pornodarsteller und Callboy gearbeitet. Ach, guck. Ja, genau, in Offenbach. In Offenbach? Ja, wir haben auch schon mal telefoniert, aber da war ich gerade zu dem Zeitpunkt, da habe ich dich angerufen und habe gesagt, ja, ich will mich outen, ich weiß noch nicht wie, aber das ist ewig her. Das ist ewig her, ne? Genau, ewig her. Ja, ja, okay, also 5 Jahre feste Partnerschaft, Treue. Genau. Aber? Ich wollte einmal noch einen Porno drehen. Ich Idiot. Und dein Freund wusste der von deinem Vorleben? Ja, genau, der wusste davon. Ja. Also der wusste alles, ich habe dem alles gesagt, dass ich angeschafft habe und wo und überhaupt. Achso, du hast früher auch angeschafft? Ja, ich habe auch angeschafft. Ich habe auch, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, also bin ich mit ihm zusammengekommen. Ich bin über einen ganz komischen Typen hier in der Gegend zusammengekommen und dann erst zu ihm. Mhm. Also ein ganz suspekter Typ. Also und bei dem in der Wohnung haben mehrere Jungs angeschafft und ich auch dann. Ja. Also ganz komisch. Aber dein Freund hat nicht angeschafft. Nee, nee. Und dein Freund war auch nicht ein Kunde von dir. Nein, niemals. Nee. Nee, oh Gott. Das war wirklich Zufall um verschiedene Ecken dann damals. Genau, das war absoluter Zufall, dass ich ihn kennengelernt habe. Bist du denn aus dieser Szene ausgestiegen wegen dieser Liebe? Ja, genau. Ah ja. Also nur wegen der Liebe, sonst wäre ich drin geblieben, auf jeden Fall. Ich habe gut verdient. Ja. Was hast du denn, bevor wir jetzt zu deiner eigentlichen Geschichte kommen, was hast du denn dann beruflich gemacht, als du ausgestiegen bist? Also ich habe dann erstmal über das Jugendamt und über die Arbeitsagentur eigentlich nur so Projekte gemacht. Ja. Da ich ja keinen Abschluss gemacht habe. Ja. Und keine Ausbildung. Ja. Und ja. Und heute? Nichts mehr. Nichts mehr? Geht ja nicht mehr so wirklich. Geht nicht mehr so wirklich? Ja, nee. Warum nicht? Da wollten wir ja jetzt zu sprechen kommen. Okay. Okay. Also das Thema war ja dieser verhängnisvolle Sex. Also ich wollte diesen einen Pornofilm. Du wolltest noch einen Pornofilm drehen? Genau, ich habe ihn angebettelt, dass ich einen noch drehen darf. Achso, das hast du mit deinem Freund besprochen. Genau, ich habe gesagt, ich möchte diesen einen drehen, ich brauche den zum Abschluss für mein Leben. Also dass ich diese Szene einfach aufgebe. Ja. Und er hat gesagt, okay, wenn du das wirklich brauchst, dann lasse ich dich da hinziehen. Wie lange ist das jetzt her? Das war 2004 im Dezember. Achso, das liegt dann auch schon eine ganze Weile her. Das liegt eine Weile her, ja. Da warst du noch gar nicht so lange mit ihm zusammen. Genau. Ich verstehe. Warum musste dieser eine Pornofilm noch sein? Ich weiß nicht, es hat mich einfach gereizt. Wie viele Pornofilme hattest du vorher schon gedreht? Viele nicht, aber als Callboy viel gearbeitet und mich hat es einfach angeturnt. So, und was ist dann geschehen? Was ist das war dann ein verhängnisvoller Sex, dieser Porno, diese Produktion des Films? Genau, also ich bin da hingefahren und dann sind wir direkt auch alle zum Set gefahren, das waren mehrere Jungs. Mhm. Zum Set heißt also da, wo man die Aufnahmen dann macht? Ganz genau. Ja. Und dann war das so, dass man eigentlich dumm rumgesessen hat und für die Schwulen, die wissen es ja schon, man wartet gespült und sitzt einfach da rum. Was macht man? Man spült was? Man spült sich ja hinten. Ach so, verstehe. Für den Pornotrieb. Ach so, verstehe, ja, ja, man natürlich. Man wartet da und wartet und dann wird man auf einmal nicht drangenommen an dem Tag. Dann hat man umsonst gespült. Ganz genau. Ja. Und man wurde zwar abends, also man kann es ja selbst sagen, in dieses MS Connection in Mannheim eingeladen, umsonst trinken. Ist. Und ich war total gefrustet und habe mich total zugesoffen. Ja. Weil ich halt nicht drangenommen wurde. Ja. Und dann hieß es dann aber abends noch, als ich schon fast besoffen war, ja, du kommst bestimmt morgen dran. Und ich so, ja, hab nur getrunken und getrunken. Ja. Ja, und das Nächste, woran ich mich dann erinnere, ist, dass ich morgens aufwache und mir der Hintern total wehgetan hat.
Das heißt, du hast jemanden abgeschleppt oder du wurdest abgeschleppt von irgendjemandem? Nee, es muss der gewesen sein, der mit mir das Zimmer geteilt hatte. Und es war kein Darsteller, sondern es war einer vom Team. Ach du je. Und du kannst dich an nichts erinnern? Ich kann mich eigentlich so groß, ich kann mich an kleine Einzelheiten erinnern. Das heißt, du warst so hackedicht? Ich war total hackedicht. Also den ersten Wodka weiß ich noch, den zweiten nicht mehr richtig und ich weiß auch nicht mal, wie ich ins Auto gekommen bin. Und am nächsten Morgen war klar, da hatte aber gewaltiger Sex stattgefunden. Das war mir sowas von klar, weil ich wollte sofort weg vom Set. Ich wollte, ich habe meinen Freund angerufen, habe gesagt, ich will nach Hause kommen, ich will weg. Hast du ihm das gleich erzählt, was da vorgefallen war? Nee, ich habe mich nicht getraut. Wann hast du es ihm denn erzählt? Ich habe es ihm erst vor ein paar Tagen erzählt. Vor ein paar Tagen erst? Ja, vielleicht eine Woche, nachdem ich euch angerufen habe. Weil ich mich nicht getraut habe, ihm zu erzählen, wie es passiert ist. Hatte dieser Sex noch weitere Folgen für dich? Ja, ich habe mich mit HIV infiziert. Du hast dich mit HIV infiziert? Von dieser einen schlimmen Nacht? Ganz genau. Nun liegt das ja sehr lange zurück. Das war 2004. Ja, genau. Wann hast du denn, seit wann weißt du denn, dass du dich mit HIV infiziert hast? Seit dem Sommer 2005. Das heißt, du hattest damals ein schlechtes Gefühl und hast dich dann irgendwann testen lassen? Ja, nee, ich habe mich total schlecht gefühlt und auf einmal hatte ich Wunden hinten am Po. Mhm. Und mein Arzt hat dann gemeint, ich sollte mal zum Hautarzt gehen damit. Mhm. Und mein Hautarzt meinte dann irgendwann, wann haben Sie denn den letzten AIDS-Test gemacht? Und dann habe ich einen AIDS-Test gemacht. Und das können wir jetzt nicht so schnell nachrechnen, du wirst es genau akribisch schon gemacht haben. Es kann dann wirklich nur von diesem Mal gekommen. Es war nur der eine. Es war nur da und vorher hattest du Tests gemacht und da war nichts passiert. Nein, es war nichts. Ich habe ja mit meinem Freund auch immer ohne Gummi geschlafen und der ist absolut auch negativ, auch jetzt noch. So, jetzt hast du das im Jahre 2005 erfahren, dass du HIV-positiv bist und die Erkrankung offensichtlich schon in einer gewissen Art ausgebrochen war. Ganz genau. Und du hast deinem Freund nichts davon erzählt? Ich habe mich nicht getraut. Du hast aber Sex mit deinem Freund gehabt? Ganz genau. Ungeschützten Sex? Ja. Bist du wahnsinnig? Ich glaube, ja. Bist du wahnsinnig? Schon. Über so viele Jahre? Aber ich habe ja auch nicht gewusst, dass... Ich habe nur gewusst, da ist was passiert, aber ich habe nicht gewusst, was da passiert ist. Ja, aber du weißt doch, du bist du doch wahrscheinlich informiert genug, dass du weißt, dass du deinen Freund anstecken kannst, wenn du... Ja, ich wusste ja noch nicht mal, wir haben uns geschützt sofort, als klar war 2005, dass ich HIV-positiv bin, haben wir uns geschützt. Ach so. Also, wir haben... Ich dachte, du meinst jetzt die Zeit zwischen... Nein. Also, ich erfahren habe und... Nee, das... Also, seitdem du es weißt, schützt du dich. Ja, das auf jeden Fall. Ich dachte, du meinst jetzt... Nachdem das passiert ist und ich nach Hause gefahren bin und bis es rauskam. Nee, das war ein Missverständnis. Aber okay. Hat sich denn dein Freund dann nicht gewundert, wenn ihr vorher ungeschützten Sex hat, dass du dann plötzlich gesagt hast, ich will dann doch mitkommen? Der hat es mitgekriegt. Der hat es mitgekriegt mit dem Hautarzt und mit dem AIDS-Test und als die Welt zusammengebrochen ist. Dann missverstehen wir beide uns immer so ein bisschen. Ich dachte, gerade hättest du gesagt, du hättest es ihm erst vor kurzem gesagt. Nein, das mit dem AIDS nicht. Das mit dem AIDS nicht? Wie es passiert ist, ja. Verstehe. Also, der Freund weiß schon lange, dass du HIV-positiv bist. Seitdem es rauskam, ja. Mhm. Aber das, wie es passiert ist, das habe ich ihm erst vor ein paar Tagen. Aber er hat doch bestimmt damals gefragt. Wie kann es denn sein? Von wo, von wann hast du es? Naja, ich habe vorher nicht besonders sehr auf mich geachtet. Und du hattest vorher keinen AIDS-Test gemacht, bevor, als ihr zum Beispiel zusammengekommen wart? Doch, kurz davor hatte ich einen gemacht. Also wie auch immer, das Fummeln war jetzt nicht ganz genau auseinander. Es war für deinen Freund überzeugend. Es musste aus der Zeit vor ihm stammen. Genau. Ja, verstehe. Jetzt, ehe wir weiterreden, erstmal noch die Frage zu deiner Gesundheit. Olli, wie geht's dir zurzeit? Also zurzeit eigentlich ganz gut. Du nimmst regelmäßig Medikamente ein? Genau. Ja? Ja. So, und jetzt hast du deinem Freund nach so vielen Jahren gesagt, dass es da und da unter den Umständen so passiert. Wie hat er reagiert? Nicht so, wie ich wollte. Wie wolltest du denn? Ich wollte, dass er mir vielleicht eine scheuert oder dass er mich anschreit oder irgendwas macht, aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat gemeint, es ist nun mal passiert, Schatz, und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Das ist ja sehr nett. Nein, das finde ich nett. Ich finde es scheiße. Warum? Weil ich hätte es gewollt, dass er mir eine scheuert. Ich bereue das so. Also weißt du, Olli, das Allerwichtigste, was du gemacht hast, ist, dass du ihm damals gesagt hast, ich bin HIV-positiv.
Ich fände es unverantwortlich, wenn du ihm das verschwiegen hättest und ihr hättet ungeschützten Sex gehabt. Ja, sowas, also da haben wir uns echt missverstanden, das könnte ich auch niemals. Ja, das finde ich ganz schlimm. Dieses, was du verschwiegen hast, finde ich auch nicht so ganz korrekt. Aber das finde ich auch wiederum nicht so ganz schlimm. Ich meine, er hat ja recht. Du hast es, ob das ein Jahr vorher bekommen hast oder ob das da in der Situation passiert ist. Ja, ist alles blöd gelaufen. Aber wenn man jemanden liebt, kann man das schon vergeben, finde ich. Ja, also ich könnte es mir nicht vergeben, das gebe ich zu. Warum nicht? Weil ich weiß auch nicht, ich fühle mich seitdem echt wie ein Stück Scheiße. Eigentlich nur noch wie Dreck, ich fühle mich überhaupt nichts mehr wert. Aber dann versuch mir doch mal zu erklären, warum du das so viele Jahre vor dir hergeschoben hast. Denn das war doch eigentlich, du bist ja nicht bewusst fremdgegangen. Eigentlich hast du ja gar nicht, du warst ja besoffen, du warst ja zu. Ja, schon, aber ich wusste genau, also ich liebe ihn über alles. Mhm. Auch heute noch, ich gebe überhaupt nichts über ihn, also ich will ihn behalten, aber ich weiß nicht. Also du hattest Angst, du hattest Angst, ihn zu verlieren, dass er sagt, das ist doch ein Akt der Untreue. Warum hast du dich da überhaupt besoffen und warum hast du es überhaupt so weit kommen lassen, dass du mit auf das Zimmer gehen konntest? Genau, weil mein Ruf, der ist nicht gerade gut gewesen vor ihm. Verstehe. Er ist der Erste, bei dem ich eigentlich treu war, bis auf dieses eine Mal da. Also wäre das Beste gewesen, er hätte dich so richtig zur Sau gemacht und dich dann mal ein paar Tage zappeln lassen und dich dann wieder in den Arm genommen. Ganz genau, das wäre das Allerbeste gewesen. Dann hätte ich wenigstens gewusst, da ist eine Regung. Mhm. Ich meine, ich weiß, er liebt mich, klar, aber... Aber eine Regung ist er ja schon... Wie deutest du denn sein Verhalten? Als dass er gar nicht so beteiligt ist an der Sache mehr? Also ich weiß es, ich kann ihn so einschätzen, weil ich lebe jetzt mit ihm lang genug zusammen mit der Krankheit. Mhm. Ich weiß, er will darüber nicht reden. Ich glaube einfach, er will es abtun und will nichts davon wissen. Aber du zweifelst nicht an seinen tiefen Gefühlen zu dir? Das eigentlich gar nicht, nee. Mhm. Ich glaube einfach nur, der will überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja. Und wir schützen uns und das ist auch alles klar. Ja. Und solange das ist, will er davon auch gar nichts wissen. Vielleicht ist es genau jetzt so gekommen, dann musst du halt durch diese Reaktion, die er gezeigt hat, die du so nicht wolltest, das musst du halt durch diese Reaktion jetzt ein bisschen leiden für das, was du angerichtet hast. Ja, da könntest du echt recht haben. Ne, dann musst du es halt hier so hinbiegen. Vielleicht macht er das vielleicht auch extra, dass ich so leide. Vielleicht, um dir nachträglich noch einen auszuwischen. Aber ich meine, letztendlich unterm Strich ist das Allerwichtigste, dass er zu dir hält. Ja. Und dass hier, ich meine, 5 Jahre ist ja eine tolle, tolle Zeit, vor allen Dingen mit deiner Vergangenheit. Ja. Ne? Das ist schon eine tolle Leistung, finde ich gut. Und mir war das auch mal wichtig, das mal bei dir zu sagen, weil es gibt leider heutzutage, wenn ich das kurz sagen darf, ich lebe ja hier in der Szene und es gibt leider viel zu viele junge Typen, die denken, wenn man sich possen lässt oder positiv machen lässt, dass man einfach hier total cool leben kann und mit jedem ohne Gummi ficken kann. Mhm. Die sollen einfach vorher lieber nachdenken, weil das ist wirklich nicht das Helle. Finde ich einen sehr guten Appell. Ich werde ja auch nicht müde, das auch zu sagen. Ich komme mir manchmal schon blöd vor, wenn ich das sage, weil ich es immer sage. Nee, ich finde es ganz wichtig. Und gerade in der schwulen Szene muss man das nur wirklich wissen. Genau, ich finde es auch ganz wichtig, weil es im Moment wieder gang und gäbe ist. Ja, genau. Olli, wie auch immer, dann musst du jetzt noch ein bisschen darben und leiden. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Gesundheit und dass du es weiter im Griff haben wirst. Und dass ihr beide noch 5 und noch weitere 5 und weiß ich wie viele Jahre drauflegt auf eure Beziehung. Ich danke dir dafür. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, das hier ist unsere heiße Nummer. Wenn ihr uns erreichen wollt, kostenfrei, dann müsst ihr diese Nummer wählen und keine andere. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de und schreibt eure heiße Nummer rein, damit wir euch dann sehr schnell wieder zurückrufen können. Hier ist Michael. Michael ist 49. Hallo Michael. Hallo, guten Abend. Michael, guten Morgen, guten Abend. Morgen. Um was geht's bei dir? Ich bin seit 16 Jahren verheiratet, eigentlich mit einer tollen Frau, aber habe kein sexuelles Verlangen mehr nach ihr. Seit wann nicht mehr? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Mhm. Boah. Was heißt das? Seit 10 Jahren kein Sex mehr? Ja. Gar nichts mehr? Ja. Ich hatte einmal eine kurze Affäre zwischendrin, vor 2,5 Jahren. Nein, ich meine, du mit deiner Frau habt seit 10 Jahren keinen Sex mehr? So ist es. Gar nichts? Mhm. Auch kein Kuscheln, Knutschen? Ja, ein Kuss hin und wieder, ja. Was für ein Kuss? Auf die Wange oder? Ja, auf den Mund schon. Mund schon, aber nicht mit Zunge? Selten. Schlaft ihr in einem Bett? Ja.
Kommt es da schon mal zu Zärtlichkeiten? Auch selten. Ich gehe immer ins Bett, wenn sie schon schläft. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ihr auch zwei Bettdecken habt dann. Ja, ja. Mhm. Seit 10 Jahren geht das so. Mhm. Und du hast, was hast du gerade gesagt, eine Affäre gehabt? Ja, zwischendurch mal habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Da habe ich dann auch einmal geschlafen. Das war vorher so, dass ich eigentlich dachte, ich sei impotent. Mhm. Und das habe ich dann da gemerkt, dass das gar nicht der Fall ist. Mhm. Und meine Frau geht nach wie vor davon aus, dass ich impotent sei und lebt damit. Ach so. Ja. Es gab also Gespräche darüber? Ja. Und wir waren mal in der Beratung. Ja. Über ein Dreivierteljahr hinweg. In einer Eheberatung? Ja. Eine Partnerberatung. Und was ist da? Aber das war eben noch zu einer Zeit, als ich noch nicht diese Affäre hatte. Mhm. Und wo ich eigentlich auch davon ausgegangen war, dass ich impotent sei. Ach so, da hast du gar nicht gelogen da. Nein. Mhm. Nein. Sie würde mit dir wollen. Ja. Ja, sie leidet sehr drunter. Mhm. Und das ist. Sie leidet eigentlich auch, weil ich möchte sie eigentlich nicht verlieren. Ja. Und das Resultat dieser Partnerberatung war, man ist auseinandergegangen mit der Gewissheit, Michael ist impotent. Mhm. Und man hat mir empfohlen, dann eben zu einer speziellen Sexualberatung noch zu gehen, was ich aber dann nicht gemacht habe. Dann habe ich auch bald darauf diese Frau kennengelernt. Hat deine Frau denn nicht darauf gedrungen, dass du Urologe, Sexualberatung und so weiter gehen gehst? Ja, sie hat es nicht sehr militant verfolgt. Nicht militant. Sie hat sich dann den Gegebenheiten gefügt. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Ja. Die sind dann schon ein bisschen älter. Die sind 9, werden bald 10, ja. Ja. Das war dann fast der letzte Sex, ne, so den ihr hatte. Mhm. Genau. Onanierst du? Ja. Viel? Viel, ja. Ja. Bist du im Internet auf gewissen Seiten? Ja, aber nicht auf Sexseiten, sondern auf irgendwelchen von so Modekatalogen oder so. Mhm. Was meinst du, was sie mit ihrem sexuellen Bedürfnissen macht? Dass sie manchmal onaniert. Ich mag eigentlich gar nicht gern mit ihr drüber sprechen. Ja. Wie ist denn sonst eure Beziehung, eure Ehe, euer Zusammenleben? Die ist sehr vorbildlich gewesen und aber jetzt zieht sie sich natürlich auch in letzter Zeit immer mehr zurück und es wird einfach dadurch zunehmend schwerer. Mhm. Sie ist ungefähr in deinem Alter? Ja. Ja. Hört sich erdrückend an. Mhm. Bedrückend hört sich das an. Mhm. Soll das so weitergehen, bis du Rentner bist? Nein. Finde ich auch. Nein. Aber ich weiß nicht, wenn ich sie verlasse, um eine andere Beziehung zu finden, wo ich sexuell glücklicher bin, das kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Ich glaube, dass du dir im Moment überhaupt gar nichts so vorstellen könntest. Genau, und also ich, so wie es in einer klassischen Tragödie eigentlich ist, zwei Wege gibt es, die beide sozusagen schlecht sind. Ja, wobei der eine Weg ist ja nur reine Spekulation. Ja. Finstere Spekulation, ja. Die auch von Angst besessen ist und von Bedenklichkeiten. Genau. Und das andere, der Ist-Zustand, den weißt du. Den hast du jetzt zu Genüge 16 Jahre oder 10 Jahre halt hinter dir. Ja, aber der ist halt auch zunehmend unerträglicher. Das glaube ich. Und du bist, liegt es daran, dass deine Frau für dich sexuell absolut nicht attraktiv mehr ist? Ja. Vor 2 Tagen hast du ein Gespräch geführt mit einem 20-Jährigen, wo du da formuliert hast, dieses Mädchen passt nicht ins Beuteschema. Ich erinnere mich. Ja. Und Chris, so ungefähr kommt mir das auch vor. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Mhm. Wenn man das so radikal sagt, und ich finde, dass man das nach 10 Jahren wirklich dann auch sagen kann, was los ist, dass mich diese Person völlig kalt lässt sexuell, bin ich 100%ig sicher, dass man das auch nicht mehr reaktivieren kann. Mhm. Entweder passt es oder es passt nicht. Mhm. Ich glaube, man kann immer Sachen noch reaktivieren, wo andere Probleme überlappend in die Sexualität reingehen, dann kann man das noch irgendwie wieder richten. Aber wenn es wirklich nicht funktioniert, dann kannst du die Person dir auf den Bauch binden und nichts passiert. Ja. Michael, ich finde, wer du wirst wahrscheinlich dir vorstellen, was ich dir jetzt sage. Ich finde, es gibt einen Weg und ich finde, dass du in dem Alter bist jetzt, wo du unbedingt die Notbremse ziehen solltest, damit du dein Leben nicht verplemperst. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das tust du. Ja, ja. Weil du gefrustet dahin lebst. Mhm. Und sich zunehmend natürlich auch eure Beziehung auch verspannt, wie du es gerade auch gesagt natürlich. Hast. Ja? Und deine Frau unglücklich ist und du bist unglücklich. Mhm. Und ihr vielleicht, das weiß ich ja nicht, ihr vielleicht sogar einen guten
eine gute Übereinkunft finden könntet, wenn ihr euch trennt, wie ihr miteinander umgehen würdet. Können wir schon vorstellen. Könntest du dir vorstellen. Aber irgendwie kann ich mir auch der Kinder wegen schlecht vorstellen, mich zu trennen. Mhm. Also das fällt mir im Augenblick auch sehr schwer. Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich ja, auch. Und auch ihr gegenüber habe ich auch eine gewisse Verpflichtung. Ja, aber ihr gegenüber hast du auch eine gewisse Verpflichtung zur Wahrheit. Mhm. Und was meinst du, was das für deine Frau kränkend wäre, wenn sie das so hören würde? Ja, sicher. Eben deswegen habe ich auch mit ihr nicht drüber gesprochen bis jetzt. Ja, vielleicht muss man das ja auch gar nicht, um den anderen nicht zu kränken, so krass ausdrücken. Man kann es ja auch ein bisschen diplomatisch ausdrücken, dass man einfach einen eigenen Weg jetzt gehen möchte. Du tust euch beiden ja nichts Gutes damit, auch letztendlich deinen Kindern nicht. Ich meine, wenn ich für mich das Gefühl hätte, das wäre ein Befreiungsschlag, dann hätte ich es wahrscheinlich schon längst gemacht, aber das habe ich nicht. Ja, weil du Angst hast vor dem neuen Leben. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wie du so gepolt bist. Hast du schon mal einmal in deinem Leben alleine gelebt? Ja, vor der Ehe natürlich. Das schon. Ja, es gibt ja Leute, die können das gar nicht. Die hüpfen so von einem gemachten Nest ins andere rein irgendwie. Ja, das ist alles vielleicht auch beängstigend, andererseits aber auch aufregend. Und birgt natürlich die große Chance, nochmal so einen ganz neuen Schwung in das Leben reinzubringen und neu anzufangen. Mit allen Schwierigkeiten, aber mit allen positiven Herzklopfen auch. Ja, das würde ich mir schon wünschen, ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, in meinem Alter hat man schon gewisse Ansprüche und da die richtige Frau zu finden, ist halt auch schwierig. Ne? Weißt du, Michael, ich finde, dass man das Schritt für Schritt machen muss. Es geht jetzt gar nicht so, dass jetzt Trennung, richtige Frau, neue Familie und sowas, darum geht das gar nicht. Der erste Schritt ist die ordentliche und faire Trennung von deiner Frau. So, und dann bist du frei. Und dann kannst du erstmal durchatmen. Und was sich dann ergibt, vielleicht und hoffentlich mit einer anderen Frau und wann, ist erstmal egal. So dieses Durchatmen, das empfinde ich jetzt, oder also die Perspektive empfinde ich jetzt gerade nicht als Erleichterung, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Das belastet mich auch. Also wie gesagt, ich fühle mich eigentlich, egal in welche Richtung ich mich entscheide, fühle ich mich, dass ich da was Falsches mache. Mhm. Ich glaube von außen gesehen, dass du, wenn du in die Richtung Trennung gehst, dass du nichts Falsches machst. Mhm. Ich glaube, dass du jetzt alles falsch machst. Mhm. Du belügst deine Frau. Es ist ja eine große Lüge, die da im Raum steht. Du spielst deiner Frau Impotenz vor und hast einen absolut normalen Sextrieb und sexuelle Lust. Und kannst dich eben auch nicht adäquat und ehrlich ausleben, wie du das möchtest. Es findet alles in irgendwelchen seltsamen Katalogfantasien statt. Das ist ja kein Zustand. Ja, das stimmt. Auch für deine Frau nicht. Wer weiß, was sie für Sehnsüchte hat. Wahrscheinlich bist du so ein Typ, der es am liebsten leicht gemacht bekäme, indem die Frau sagen würde, komm, wir lassen es sein. Ja, habe ich auch schon mal gedacht, aber... Nein, du musst es machen. Neulich war es mal irgendwie schon so, dass sie gesagt hat, sie weiß nicht, wie lange sie das noch macht. Und das hat mir dann auch eher Angst gemacht, als dass es mich irgendwie befreit hätte. Da habe ich auch nicht gedacht, dann mach's doch, dann wäre mir wohler dabei. Also das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, aber wenn du jetzt schon auch sogar so eine klare Äußerung von deiner Frau bekommen hast, dann nimm du doch die Zügel in die Hand und sei du Herr der Lage und entscheide du. Bevor sie aus ihrer Not heraus, aus ihrem Nichtwissen heraus eine Entscheidung trifft. Dann stehst du da. Also ich finde, das ist eine ganz klare Sache. Und dass du aufgeregt bist und ängstlich, ist auch normal, finde ich. Aber ich glaube, das wird sich schon nach einer gewissen Zeit geben. Und dann wirst du auch vielleicht dieses Durchatmen tun können und empfinden können als Durchatmen. Ja, und was mich halt auch noch belastet, ist das Verhältnis zu den Kindern, von denen ich eigentlich schon glaube, dass sie mich brauchen im Augenblick und wenn die Beziehung auseinandergeht, dann weiß man halt auch nicht, wie das... Ist klar, Michael, aber Hunderte, Tausende von Paaren gehen auseinander mit Kindern. Mhm. Es ist immer die Verantwortung der beiden Erziehungsberechtigten, wie sie diese neue Situation gut und für die Kinder wirklich am besten organisieren. Mhm. Und ein glücklicher Vater und eine glückliche Mutter getrennt ist tausendmal besser für die Kinder als unglückliche Eltern zusammen. Also ich würde dir das so raten, diesen Schritt zu gehen, auch wenn das jetzt ein sehr schwerer Schritt ist, nach so vielen Jahren, ist mir schon klar. Ich sag's auch nicht leichtfertig. Wenn du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, biete ich es dir gerne an. Ja. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute, Michael. Vielen Dank. Viel Glück. Auf Wiederhören. Ja.
Hier ist Burkhard. Und Burkhard ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Burkhard. Um was geht's? Ja, Domian, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin tätowiert und das schockiert mich. Ich bin seit 8 Jahren alleine geschieden und seitdem habe ich noch nie wieder eine Frau gehabt. Also jetzt Bekanntschaft durch Internet habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber wenn wir uns dann treffen und ich habe auf der linken Hand eine Tätowierung und die Frau guckt auf die Hand drauf, dann kriege ich Panik, hau ich ab. Ach, also du bist tätowiert am ganzen Körper oder nur an der Hand? Auf dem Rücken habe ich einen großen Frauenkopf, auf der Oberschenkel habe ich ein paar Bilder. Ja. An der Arme habe ich ein paar Bilder. Und wie viele Bilder insgesamt? Wie bitte? Wie viele Bilder insgesamt ungefähr? Ungefähr 20. 20. Die stammen so aus Jugendzeiten. Ja, ja. Ja. So, und du bist seit 8 Jahren getrennt und du hast die Sorge, dass die Frauen das nicht gut finden? Ich weiß es nicht. Ich kriege Panik. Ich hau dann, so wie sie auf die Hand gucken, ein paar Sekunden drauf, dann kriege ich Schweißausbrüche und dann muss ich weg. Gab es denn schon irgendwann einmal eine abweisende Reaktion? Nee, also so, dass sie mir gesagt haben, nicht. Aber ich sagte, als wenn sie eine innerliche Stimme sagt, jetzt musst du weg hier. Ich muss ja sagen, meine spontane Reaktion ist auf das, was du gerade gesagt hast am Anfang, habe ich so gedacht, na und? Dann hat er halt Tattoos. Haben viele Leute, haben auch viele in deinem Alter. Ja. Haben viele in deinem Alter. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass die meisten, also den meisten Frauen ist es entweder egal oder sie finden es sogar schön oder interessant. Ja, sicher, es wird auch irgendeine Minderheit geben, die das nicht schön findet. Gut, aber damit muss man leben. Ja, aber ich weiß nicht, was das ist. Es sind Panik, Schweißausbrüche und dann nach Hause. Ich gehe auch, ich wohne hier ein bisschen abseits. Ich habe noch eine 22-jährige Tochter, die wohnt in einer Stadt, wenn die mich einlädt. Und zum Beispiel gestern zum Vatertag, ich sage, ich komme nicht. Ich wollte mit mir Eis essen gehen. Ich sage, da sind mir so viele Leute auch am Strand. Ich ziehe mir nicht eine Badehose an. Ich wüsste ja nicht, wann ich das letzte Mal am Strand war. Da gehe ich nur, weil ich mich schäme, mit langärmeligem Hemd, so bloß ein bisschen aufgekrempelt. Ich schäme mich unheimlich und dann kriege ich Panik, fange an zu zittern, Schweißausbruch und weg bin ich. Aber die Motive, die man auf deinem Körper sieht, die sind alle okay, da ist kein Schweinkram drauf. Nein, nein, nein. Oder irgendwelche politischen Sachen oder irgendwas, wofür du dich schämen müsstest, nein. Nee, nee. Alles normale Bildchen, was man so halt als Tattoos verwendet. Ja, ja, als Mensch, da war ich 18, 19. Ja, du hast das jetzt seit 8 Jahren ungefähr? Ja. Diese Scham und vorher aber nicht? Nee, ich habe vorher war ich verheiratet, meine Frau, die kannte ich schon 20 Jahre. Ja. Nicht? Und ich habe LKW gefahren, da war ich meiste Zeit immer für mich alleine. Ach so, und ich habe es mal ganz schnell im Kopf zurückgerechnet. Das heißt, die Tattoos waren ja auch schon da, bevor du deine Ehefrau kennengelernt hast. Ja, ja. Und damals auch kein Problem mit den Mädels gehabt. Nee, damals hatte ich überhaupt kein Problem gehabt. Jetzt im Alter mit ihm. Ach, also schämst du dich, dass du denkst, ein etwas älterer Kerl sollte sowas nicht haben? Ja, so ungefähr. Vielleicht. Und deine Ehefrau hat damit auch keine Probleme gehabt? Nee, die hat ja keine Probleme, ja. Du bist auf jeden Fall aber auf der Suche, hättest gerne eine neue Partnerin. Ja, unbedingt. Und dieses hält dich so davon ab und macht dich richtig verrückt, kann man sagen. Ja. Nun gibt es ja die Möglichkeit, auch Tattoos weg machen zu lassen. Ja, ich habe das beim Bekannten gesehen. Das sieht schlimmer aus, als wenn ich ein Tattoo drauf habe. Ach so, ich habe das noch nie gesehen. Ist das so? Ja. Im Sommer, da wo die Tattoos waren, wenn der braun geworden ist, dann war das alles so ein bisschen weiß. Ja. Mal die Umrisse sehen und das sieht noch schlimmer aus, als wenn ein Tattoo drauf ist. Ja, glaube ich ja auch. Also wenn es nicht gerade wenn es nicht gerade ganz schlimme Sachen sind, die man wirklich weghaben sollte, finde ich auch, dass man das eigentlich behalten sollte. Mensch, was machen wir denn da? Ich finde das ja nur wirklich nicht schlimm. Wirklich? Ich habe schon mit meinem Arzt gesprochen darüber, der sagt, da musst du durch. Mensch, sagt er, du bist 63, sagt er, da musst du durch. Ja, aber das Interessante ist ja, oder das Erschreckende ist, dass sich das ja, je älter du wirst, wahrscheinlich immer mehr verschlimmert, ne, oder? Ja, das wird immer schlimmer. Ich sag ja, ich gehe nirgendwo hier, wo ich hier wohne, zur Kirmes, zu keiner Veranstaltung oder ich bin so ein richtiger, seit 8 Jahren so ein richtiger Einsiedler geworden. Aber du wirkst eigentlich wie ein Typ, der gerne in die Gesellschaft geht und gerne mit Leuten... Lustig. Ja, ne? Du bist ja wirklich ein lustiger, aufgeschlossener Mensch. Ja, so klingst du auch. Deswegen wundert mich das total.
Ja, ich weiß auch nicht, meine Tochter sagt immer schon, sagt der Papa, sagt der Mensch, was ist bloß mit dir los? Du versauerst hier. Wenn ich hier bei mir auf dem Grundstück Besuch habe oder was, aber so wie eine Frau bei es, die ich nicht kenne, die mich anguckt, kriege ich Panik. Kann es denn sein, dass es noch andere Ursachen hat, dass es gar nicht nur an den Tattoos liegt? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte sagen, das liegt nur daran. Also, ich sage ja, ich bin Camper. Mhm. Wenn wir zum Campingplatz hinkommen, die haben mich noch nie mit freien Oberkörper da gesehen. Ich habe nur, auch im Hochsommer, habe ich Hosen an. Aber da laufen doch bestimmt andere Männer genauso rum, die auch tätowiert sind. Ja, ist richtig. Aber ich habe da Panik. Ich zeige meinen Körper nicht. Also da hilft jetzt gar keine vernünftige, logische Argumentation nach dem Motto, das ist okay und das ist nicht schlimm. Das hilft dir nicht weiter, ne? Nee, das hilft nicht weiter, merke ich schon. Mhm. Mhm. Hast du denn sonst zu deinem Körper so... Findest du dich okay, was dein Aussehen anbelangt? Ja. Durchaus. Also. Ich sehe noch nicht aus wie 63, die schätzen wir alle so 58. Ja, ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Da muss was geschehen. Was kann man denn da machen? Ja, ich weiß denn. Du hast auf der Hand, sagst du, hast du auch welche, ne? Eins. Auf der linken Hand. Ein großes? Na, auf der Handfläche vorne. Oben, also auf den Handrücken. Also oben drauf? Ja. Was ist da zu sehen? Na, da ist ein Herzdruck. Ja. Und da brauchen wir bloß, wenn ich eine Bekanntschaft habe, wir sitzen beim Kaffee, dass wir uns das erste Mal getroffen haben, dann merke ich richtig, dann fangen meine Füße an zu zittern, dann kriege ich Schweißausbruch und dann weg, rinnen Auto und dann muss ich weg. Ich könnte Stein und Bein schwören, dass, ich sag mal eine hohe Zahl, 95% der Frauen, 95% der Frauen, die du triffst, wenn die das Herz auf der Hand sehen, das finden die nett. Das finden die sympathisch. Ja. Fände ich auch sympathisch. Finde ich nett, wenn ein Typ ein Herz auf der Hand hat, ist doch, guckt man hin und denkt, ach, ist doch eigentlich eine ganz sympathische Sache. Ja. Burkhard, aber ich merke schon, das ist tiefer. Das hat irgendwie andere Zusammenhänge. Da müssen wir, glaube ich, mal eine Fachfrau ranlassen. Ich möchte dich bitten, mit meiner Psychologin darüber zu sprechen. Ja, das wäre nett. So, der ganz normale Ratschlag, der hilft da, glaube ich, nicht. Da muss was... Ich sage, ich habe schon mit meinem Doktor gesprochen darüber. Ja, aber das sind auch keine Ratschläge, da müssen wir jetzt durch. Ja, vielleicht kann man das mal so sagen, aber du versuchst es ja, ne, da durchzukommen. Ach, ja, natürlich. Aber es wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Mhm. Ja. Also, wir machen es so. Meine Psychologin, meine Diplompsychologin im Hintergrund, die wird dich gleich anrufen. Die heißt Magdalena. Ja. Und dann soll die dich mal ein bisschen beraten, was du da vielleicht gezielt unternehmen kannst. Ja? Ja, danke. Ich würde mich freuen, wenn es funktioniert und du bald eine nette Frau kennenlernen würdest. Ach, ich hoffe, ich gucke jeden Abend deine Sendung, Domian, also ist ganz toll. Du klingst so nach Berlin, stimmt das? Ich bin Berliner, ja. Das ist mir sehr sympathisch. Ja. Lieber Burkhard, wir rufen dich gleich zurück. Ja, danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und ich begrüße herzlich den Dominik 44. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Dominik. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin jetzt in vierter Ehe verheiratet, habe fünf Frauen gehabt und von fünf Frauen auch je ein Kind. Und vor 2 Jahren habe ich einen Mann kennengelernt. Das heißt, der hat mich angesprochen in einem Café. Ja. Und er meinte, boah, siehst du aber toll aus, du siehst gut aus und so weiter. Normalerweise hätte ich gesagt, also komm, mach dich weg. Mit Männern habe ich nichts, ich stehe eigentlich nur auf Frauen. Hattest du auch aber nie früher? Bitte? Hattest du auch früher nie? Mit Männern irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Ja, sag mal, wenn ein gut aussehender Mann, sagen wir mal, an mir vorbeiging, ist klar, dann schaute man hin. Aha. Aber mehr war da auch nie. Ne? Ja, okay. Einfach so, wie ist er gekleidet und so weiter, wie hat er seine Haare frisiert und so weiter. Aber mehr war da eigentlich nie. Mhm. Ne? Und naja, auf jeden Fall hat er mich dann angesprochen. Und wie gesagt, ich hätte normalerweise gesagt, also mit Männern habe ich es nicht. Und hier, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Wir sind dann irgendwie in mein Auto gelandet. Und dann hat er mich geküsst und das habe ich so noch nie empfunden vorher mit einer Frau. Na? Und dann ist es passiert. Und jetzt sind wir 2 Jahre zusammen, ach, aber irgendwie sind wir einander hörig. Und ich weiß nicht hier, wie ich
von ihm losgucken. Das ist ja eine kuriose Geschichte. 4 Ehen, 5 Frauen gehabt, 5 Kinder, ja. 5 Kinder. Ja. Und wie alt warst du, als du ihn kennengelernt hast? 42. Weil 42, vor zwei Jahren. Und mit 42 kommt da ein gut aussehender Kerl und knutscht gleich mit dir rum. Der hat ja aber hochgepokert. Der hätte ja auch von dir einen in die Fresse kriegen können, ne? Eigentlich ja. Nö, hätte ja gut passieren können. Also da muss man ja schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, weiß ich auch nicht. Ob der irgendwas an mir erkannt hat, das kann ich mir so eigentlich nicht vorstellen. Ne? Das ist ja so hochsonderbar. Und dann hast du da mit 42 das erste Mal mit dem Typ Sex gehabt. Ja. So muss man es formulieren. Ja. Lebt ihr beiden Süßen denn auch zusammen? Nee. Aber wir telefonieren jeden Tag. Das ist ja schon 2 Jahre lang. Wie alt ist er? Der ist 20 Jahre jünger. Ne? So, das auch noch. Ist total verrückt. Vor allen Dingen, das würde keiner glauben. Also wenn das glaubt mir keiner, wenn ich das so einem erzähle, weil die wissen einfach, ich bin Frauentyp. Ne? Ja, ja. Und ja, das glaubt mir einfach keiner. Ja, ja, die Typen kenne ich auch zu gut, wo es kein Mensch glauben würde. Und dann geht es dann doch hinter den Kulissen sehr zur Sache. Bist du denn noch mit einer von deinen vielen Frauen zusammen? Mit meiner vierten Frau bin zusammen. Ach, ja. Du lebst sogar mit der zusammen? Ja, sicher, aber das würde die nie glauben. Das würde glauben. Es wird ja immer doller. Das heißt, du führst auch, ich dachte jetzt, du wärst getrennt von der Frau. Du führst also auch ein Doppelleben. Ja. Ja, da lachst du so. Ich finde das nicht so zum Lachen. Deine arme Frau. Ja, meinst du? Ja, na, hör mal. Dominik. Ob das nun ein Kerl ist, mit dem du dich herumtreibst, oder eine Frau, ist mir völlig wurscht. Du hast auf jeden Fall ist es so, mehr oder weniger oder eher mehr mache ich mir schon so Gedanken darüber. Ne? Und ich will irgendwie von ihm loskommen, aber ich weiß nicht wie. Liebst du ihn denn? Wie ich das machen soll. Bist du denn, würdest du das Wort Liebe benutzen? Nee, eigentlich nicht. Das ist mehr oder weniger eine Hörigkeit. Eine Hörigkeit im sexuellen Sinne. Ja, genau. Ja. Würde ich so sehen. Wie oft trefft ihr euch? Ja, also mindestens jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Mhm. Ist denn der andere ein reiner Gay-Man, ein rein schwuler Mann, oder? Nee, auch nicht. Der ist auch verheiratet. Ach, du lieber Gott. Aber seine Frau, der lebt nicht hier. Wir sind, in was für einem Dollhaus sind wir denn hier? Wie, der lebt nicht hier? Wo lebt der denn? Ja, das ist Marokkaner und die Frau, die lebt in Marokko wohl. Ach so. Und, aber der Typ, das ist vielleicht das, was mich irgendwie, sagen wir mal, gereizt hat. Der ist sehr, sehr sauber, wahnsinnig sauber, penibel sauber. Hm. Und, also das fand ich irgendwie so toll an ihm, ne? Na gut, wenn das einzige Argument ist, die Sauberkeit, ist, naja. Und auch so im Sexualbereich, ne? Absolut schützen, ne? Und, also ihr habt immer geschützten Sex? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du vorhin schon mal ein Gespräch gehabt, aber das kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen. Ne? Schläfst du mit deiner Frau auch noch? Nee, eigentlich nicht. Seit 2 Jahren noch nicht. Was ist denn das überhaupt für eine Beziehung zu deiner Frau? Ja, weiß ich im Moment auch nicht so richtig. Ne? Das ist mehr oder weniger, ich weiß es nicht, wie man das bezeichnen sollte. So, ne? Ich finde solche Konstruktionen immer schlimm, Dominik. Ich finde das auch immer arm. Mhm. Du gehst da so deinen geheimen Lüsten nach und gaukelst deiner Frau den Ehemann vor. Und die arme Frau weiß überhaupt gar nicht, woran sie ist und was los ist. Belügst sie nach Strich und Faden, immer wenn du weg bist und unterwegs bist. Wie viel Mal wirst du da schon Ausreden erfunden haben? Finde ich wirklich unter aller Sau. Echt. Mhm. Wenn du Bock auf Kerle hast, okay, aber dann trenn dich von deiner Frau. Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Wenn du seit 2 Jahren mit dem da rummachst, dann hast du auch Bock. Ja, nur mit dem, das würde mit anderen gar nicht funktionieren. Ja, okay. Gut, ist ja egal. Aber wenn ein anderer schön sauber ist, dann gefällt er dir auch, oder? Würde ich nicht sagen. Aber das ist ja auch völlig egal, ob es nur der ist oder ein anderer. Du hast im Moment einen Kerl und du hast Spaß am Sex mit dem. Du willst zwar von dem irgendwie wegkommen, aber du machst es seit 2 Jahren. Ja. Wenn man von irgendetwas wegkommen will, hat das immer für mich erst eine Seriosität, wenn das jemand sagt, wenn er mir auch erzählt, wie ernsthaft seine Versuche schon waren, ernsthaft davon wegzukommen. Wie ernsthaft waren deine Versuche, von ihm wegzukommen? Was hast du getan? Eigentlich noch nicht so konsequent. Ja.
Gab es denn schon mal eine Phase, wo du gesagt hast, pass mal auf, das geht so nicht, ich will es nicht, lass uns trennen? Oder will es nicht mehr oder so. Ja, gab es schon mal so Phasen, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr? Nein, habe ich noch nicht gesagt. Warum nicht? Daran gedacht habe ich schon mal, aber ich habe es noch nicht gesagt. Warum hast du? Irgendwie der Reiz dann wieder so groß ist. Hm. Ja. Was ist denn das für eine Jammerei jetzt hier? Ja, ich jammer nicht. Ja, natürlich. Du willst von dem loskommen, du kannst es aber nicht, hast dich aber auch noch nie bemüht, betrügst deine Frau nach Strich und Faden. Einfach eine verrückte Geschichte. Ja, aber die ist nicht witzig. Weißt du, die fände ich verrückt, wenn du Solo wärst, dann fände ich das schon eine schräge Nummer, wie du es mir erzählt hast. Aber so nicht. Das hat alles einen ernsten Beigeschmack. Streitest du mit deiner Frau auch oft? Nö. Gar nicht. Das ist wie so eine WG. Ja. Mhm. Und wie viele Kinder wohnen da jetzt in eurer Familie? Ein Kind. Mhm. Deine Frau würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würde, ne? Das würde die gar nicht glauben. Die würde es gar nicht glauben. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ich möchte von ihm loskommen. Ja. Hm. Und es ist der Sex, der dich anzieht. Ja. Sagte er mit lachender Stimme. Mhm. Ich finde, Dominik, dass du dein grundsätzlich dein Leben in Ordnung bringen musst, und das ist nicht in Ordnung. Entweder bist du ein Kerl, wirklich ein Kerl, und hast einen Arsch in der Hose und sagst, nein, ich will das nicht mehr. Warum willst du eigentlich von dem loskommen? Weil ich selber so das Gefühl habe, das ist nicht normal. Dass man einander so hörig sein kann, ne? Das finde ich irgendwie. Also es geht um die Hörigkeit. Ja, also so empfinde ich das. Mhm. Aber während du über all diese Probleme nachdenkst, spielt deine Frau gar keine Rolle in den Gedanken, ne? Ja, doch schon. Mhm. So, also was ich gerade sagen wollte. Jetzt brauche ich irgendwo eine Lösung, dass ich ihm das, wie ich ihm das dann sagen kann. Oder ach, Dominik. Wie ich ihn verletze oder so. Ach, was heißt verletzen? Wenn du wirklich das nicht mehr möchtest. Aber ich vermute, dass du das nicht aus dem Grunde nicht mehr möchtest, um wieder in ein gutes Fahrwasser mit deiner Frau zu kommen, sondern einfach um aus dieser Hörigkeit herauszukommen. Mhm. Genau. So, wenn du, gehen wir Schritt für Schritt vor, wenn du von diesem Kerl wegkommen willst und aus dieser Situation, Beziehung, da musst du dich halt anstrengen und es tun und es versuchen zu tun. Das hast du bisher noch nicht getan. Mhm. Noch nicht konsequent genug, oder? Ja, überhaupt nicht. Du hast ja nicht mal angefangen damit. Ja. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist deine Ehe, Mensch. Ja, stimmt. Das finde ich das Hauptproblem. Wenn du von deiner Frau geteilt wirst, können wir viel entspannter über die Sache mit dem Typ reden. Oder hast du denn doch irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber? Schon, natürlich, klar. Aber hält sich in Grenzen, ne? Ja. Weil du denkst, das hat ja mit uns nichts zu tun. So ungefähr. So, ja, na klar. Ja, also so kommen wir nicht weiter. Ich finde perspektivisch, Dominik, dass du deine Ehe zur Disposition stellen solltest, also in Frage stellen solltest, finde ich. Und was dann, was du weiter mit deinem Leben machst, ist dann dein Bier. Solltest du dann immer noch unter der Hörigkeit leiden, in Anführungszeichen? Ich leide ja nicht. Was reden wir? Du leidest nicht und willst von ihm weg. Ja, warum willst du denn dann von ihm weg? Ja, weil du das gerade richtig gesagt hast irgendwo, dass ich zur Ehe zurückkomme, ne? Das was? Dass ich zu meiner Ehefrau zurückkomme. Ja, das kann ich dir nicht so sagen. Das musst du für dich entscheiden, ob du das möchtest. Ob da überhaupt noch die Gefühle da sind, ob die Leidenschaft da ist und die Attraktivität. Wenn du das verneinst, dann ist die konsequente Haltung, die Ehe zu verlassen. So. So einfach. Das war schon mal, jetzt hast du ganz, ganz was Entscheidendes gesagt. Also das verneine ich eigentlich nicht. Ah ja. Ja gut, dann ist es ein wichtiger Punkt, dass du dir da eingehend Gedanken machst. Ja. Weißt du, wir haben ja hier so oft auch schon drüber gesprochen. Es ist ja immer die allerschönste Regel, sich selbst so zu verhalten, wie man gerne auch behandelt werden möchte. Naja, klar. Das, ne? Das stimmt. Du möchtest auch von deiner Frau, würdest auch nicht so behandelt werden wollen, wie letztendlich du sie behandelst. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Mein Lieber, jetzt haben wir alles gesprochen, glaube ich. Jetzt musst du handeln. So gesehen, ja. So. Aber das war eigentlich für mich schon sehr aufschlussreich, so wie du es jetzt gesehen hast. Ich hoffe. Und ich denke, würde mich freuen.
Würde mich freuen. Ja, das, ich denke, das hilft mir schon weiter. Ja. Auf jeden Fall. Mein Lieber, na? Dann gutes Gelingen, was immer du auch tust. Ja, okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Saskia ist hier und die begrüße ich sehr herzlich. Und Saskia ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Und zwar geht es um folgendes Problem. Ich habe eine 16-jährige Tochter. Die hat einen Freund seit über einem Jahr. Und heute war sie nachmittags nicht in der Schule. Und ich habe sie dann bei ihrer neuen Clique weinend aufgefunden. Habe sie mal zur Seite genommen, gefragt, was los ist. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie seit mehreren Wochen von dem Freund, seinem Vater, sexuell belästigt wird. Und jetzt sitze ich zwischen zwei Fronten. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht, ob ich den Vater anzeigen soll. Sie ist mit dem Freund zusammen. Das ist ihre große Liebe. Mhm. Bloß wenn es rauskommt, bricht die Familie auseinander. Mhm. Und ich stehe dann einfach da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast du den Eindruck, dass deine Tochter sich dir ganz anvertraut hat? Hat sie alles gesagt? Schon, sie hat das so sicher heute gesagt, so sicher, ohne Stockern, ohne Muckern, also und was heißt? Auch, hat gezittert wie Espenlaub und wir haben den Freund dann auch noch nach Hause gebracht, ich mit einem sehr guten Freund von mir und sie hat schon richtige Panik geschoben, wenn man in die Nähe dort kam. Und was bedeutet sexuell belästigt? Hat sie dir das? Am Anfang, ich habe es persönlich nur mitgekriegt, wenn wir in der Familie, es ist eine sehr große Familie mit mehreren Kindern, dass es meinen Arm genommen hat oder meinen Bussi auf die Wange. Dann habe ich gedacht, er hat sie aufgenommen wie eine eigene Tochter, weil sie am Wochenende meistens dort war, weil ich am Wochenende arbeiten tue. Und wie gesagt, sie hat dann gesagt, nachts, wenn alle geschlafen sind, also sie hat erst bei der Tochter von der Familie im Bett geschlafen mit, dann haben sie es ausquartiert ins Wohnzimmer auf die Schlafcouch und dann muss nachts der Vater gekommen sein und muss ihr die Zunge in den Hals gesteckt haben und sie mit den Fingern im Genitalbereich berührt haben. Und ich weiß jetzt einfach nicht, ich will nichts ins Rollen bringen. Also ich weiß, ich glaube jetzt zwar, ich kann es ihnen auch zutrauen, aber es ist einfach, sie ist, lass mich dazwischen fragen, ist es zu einer Vergewaltigung auch schon gekommen? Nee, soweit man nicht. Nicht aber wenn ich jetzt nicht eingreife, wäre vielleicht das nicht. Habe ich am Anfang das nicht richtig verstanden. Wie lange läuft das schon? Seit so ein paar Wochen. Weiß der Freund das? Der hat das gestern erfahren. Gestern, der hat so lange geschwiegen. Wie alt ist der Freund? Der ist 19. Wie hat er darauf reagiert? Er hat sehr, ja, sehr aggressiv erst reagiert. Auf wen? Auf seinen Vater. Sein Vater. Meinst du, dass der Sohn zu Hause schon was gesagt hat? Ich hoffe es nicht. Warum? Ich weiß nicht, dann geht alles drunter und drüber. Ich will die Familie ehrlich gesagt auch nicht auseinanderbringen. Ich hoffe es nicht. Weißt du, Saskia, ich finde, dass man an gewissen Stellen keine falsche Rücksicht nehmen sollte. Manchmal ist es ja gut, wenn solche Familien auseinanderbrechen. Manchmal ist es sogar die Pflicht, dass man den Mund aufmacht. Du hast gesagt, das ist eine große Familie? Ja, das sind auch keine Deutschen. Das ist kein Deutscher. Ist ja völlig egal. Gibt es da auch Mädchen in der Familie? Eins. Wie alt ist das? Das ist 17. Und deine Tochter ist ganz, ganz aufgelöst und hat Angst, da hinzugehen. Ach ja, wenn sie in die Nähe schon kommt, dann duckt sie sich im Auto und sagt, los, also sie will da jetzt... In diesen Situationen in der Nacht, wie du es gerade beschrieben hast, da auf dem Sofa im Wohnzimmer, wie endete das denn dann? Hat er denn freiwillig von ihr abgelassen oder hat sie sich gewehrt oder was ist da? Sie hat sich gewehrt, hat gehört, also ihn dann weggeschubst, gesagt, sie muss aufs Klo oder was trinken und dann muss sie wohl oder übel zu ihrem Freund ins Zimmer gegangen sein und irgendwie gesagt haben, sie kann auf der Couch irgendwie nicht schlafen. Also sie hat eigentlich dann selber auch stillschweigend... Sie war still und ist aber geflohen in das Zimmer ihres Freundes. Ihres Freundes, genau. Das muss dich doch als Mutter jetzt ausgesprochen empören, was da passiert ist. Ich bin und erschüttern.
ich bin fix und fertig. Und wie gesagt, dem Bekannten hat sie Andeutungen gemacht, Andeutungen schon mal. Und wir haben das aber so nicht so direkt wahrgenommen, weil wir gedacht haben, vielleicht traumatisiert sie. Sie ist, wie gesagt, 16 und vielleicht ist sie, sie denkt nur, da darf mich nur mein Freund anfassen oder so. Also, dass der Vater sie in den Arm genommen hat. Und ich habe das auch schon mitgekriegt, dass der Vater halt ihr Bussi auf die Stirn gegeben hat. Und wir haben das so gedacht, naja, vielleicht traumatisiert sie es. Oder, weil, wie gesagt, das, die sind sehr familienverbunden, die Menschen. Sie ist auch aufgenommen worden. Die haben sie zu jeder Feier und überall mit hingenommen. Aber jetzt glaubst du deiner Tochter, dass das über die freundliche Umarmung und mal ein Küsschen auf die Stirn weit hinausgeht? Ja, schon. Also so wie, wie ich es heute erlebt habe. Was glaubst du, was der Sohn zu Hause macht? Ich weiß es nicht. Also ich habe vorhin noch mal einen Anruf bekommen und dann hieß es, haben sie gefragt halt, warum sie nicht da ist. Und ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe... Wer hat angerufen? Die Schwester. Die Schwester. Die hat angerufen und hat gefragt, warum kommt die Tochter nicht? Genau, warum kommt sie nicht? Warum ist sie nicht da? Und ich habe einfach dann gesagt, ich habe heute Morgen eine Anrufe vom Jugendamt bekommen, ich darf nicht mehr, also ich muss mich selber um meine Kinder kümmern. Sie soll jetzt einfach mehr bei mir zu Hause sein. Das hast du aber nur so improvisiert und gelogen. Ja, klar. Ja. Und sie soll mehr zu Hause sein. Gut, ich habe natürlich das Jugendamt an meiner Seite wegen meiner Großen, wegen anderen Geschichten. Das wussten sie. Aber das hat jetzt mit der Sache nichts zu tun. Und ich habe dann gesagt, einfach auch, wenn ich mich nicht um meine Tochter kümmere, dann kriege ich mein kleinstes Kind weggenommen. Das war dann so eine Ausrede, damit du die Tochter erstmal schützt, dass sie nicht in diese Familie rein soll im Moment. Genau. Das heißt aber dann, der Sohn hat offensichtlich da nichts gesagt. Nee, der hat nichts gesagt. Ist das ein sehr dominanter Mann? Ja. Also der ist der Boss da in der Familie. Ja. Das ist so. Da würde sich vielleicht der Sohn auch ängstigen, da irgendetwas zu tun. Ja, der ist 19 und ich glaube, wenn der Vater, der schmiert ihn auch noch ein. Also wenn es wirklich das ist. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Erst einmal, was solltest du tun? Und die zweite Frage ist auch, was wird aus der Beziehung zwischen deiner Tochter und dem Sohn und dem Jungen und ihrem Freund? Sie wird da nicht mehr hingehen, zu Recht? Also ich will sie nicht. Ich habe denen angeboten, den beiden. Entweder treffen sie sich in der Clique oder sie sind bei mir zu Hause. Ich sehe einfach, dass er zu mir kommt. Und dann habe ich ihr angeboten. Und wenn sie doch, damit es wirklich nicht so auffällt, soll sie nur dann hingehen, wenn alle Familienmitglieder tagsüber da sind. Das heißt Mutter und alle anderen Kinder. Weißt du, Saskia, mir widerstrebt es, da so eine Rücksicht zu nehmen. Ich finde, was hat der Kerl gemacht? Der hat deine Tochter angegrabbelt. Und angegrabbelt ist noch ein sehr, sehr freundlicher Ausdruck. Wieso soll man da freundlich und vorsichtig und rücksichtsvoll sein? Wer weiß, was der sonst noch macht? Deswegen fragte ich ja gerade auch, wie alt ist seine Tochter? Oder was gehen da vielleicht für andere Mädels ein und aus? Vielleicht Verwandte auch noch oder weiß ich was? Ich denke mal, dass er seine Familie schützt, also bei seiner Tochter. Weiß man's? Man weiß gar nichts. Wir kriegen ständig vor Augen geführt. Gerade haben wir den schlimmen, schlimmen Fall, den wir nicht damit vergleichen wollen in Österreich. Aber auch da fragt man sich ja, haben vielleicht doch zu viele Leute geschwiegen und haben nicht ihren Mund aufgemacht und haben es zur Seite geschoben. Wir wollen, die Fälle sind nicht vergleichbar, natürlich nicht, das will ich nochmal unterstreichen. Aber dennoch finde ich, dass man, wenn sowas vorgefallen ist, den Mund aufmachen sollte, ja. Und ohne Rücksicht darauf, was geschehen könnte. Wenn du dir ganz sicher bist, sollte vielleicht ein Gespräch mit dem Jugendamt stattfinden, eine Beratung mit dem Jugendamt und dann überlegen, wie man weiter vorgeht. Ja, so, ich sehe die Familie morgen, ich fahre jetzt, weil die haben auch kein Auto und keinen Führerschein. Ich habe ein großes Auto, ich fahre mit denen einkaufen, ich weiß gar nicht, wie ich denen... Ach, du bist mit dieser Familie persönlich auch verbunden? Ja, klar, ganz oft. Ich bin dort oft auch zum Essen, weil...
als Gegenleistung, dass meine Tochter am Wochenende, wenn ich arbeiten bin, dort ist, da würde ich mit denen einkaufen. Das ist ein ganz enger Familienverbund. Ach, ich verstehe. Das habe ich gerade am Anfang nicht so verstanden, dass du quasi mit dieser Familie befreundet bist. Ja, schon. Ich nehme auch die anderen Kinder mal mit und gehe mit denen weg oder fahre mit denen irgendwo hin. Weiß ja nicht, weil sie kein Auto haben. Und es ist alles, das ist ja wie eine große Familie. Und also umso größere Bedenken hast du und umso mehr Hemmungen hast du da, etwas zu unternehmen. Ja. Ich verstehe. Ich finde schon, dass man etwas tun sollte. Das, was man tun sollte, sollte man natürlich in Ruhe beraten. Und wie man da vorgehen? Wie kann man da vorgehen? Das ist die Frage. Da habe ich mich an euch gewandt. Vielleicht könnt ihr mir irgendeinen Tipp geben. Mhm. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe sie heute zu mir heimgeholt. Ich hole sie gerade jetzt weg. Sie bleibt jetzt nicht mehr über Nacht dort. Ja, das ist natürlich das Mindeste, dass du deine Tochter auch da rausholst. Das ist ja völlig klar. Wenn jetzt offizielle Schritte eingeleitet werden, dann könnte das sicher über ein Gespräch zunächst mit dem Jugendamt stattfinden und letztendlich dann mit der Polizei, ja. Also, was ich dann natürlich ins Rollen bringe, mag ich mir gar nicht jetzt ausmalen. Ich bin total durch den Wind irgendwie. Ich sitze hier wirklich zwischen zwei Stühlen und weiß auch morgen gar nicht, wie ich der Familie gegenübertreten soll. Ob normal oder ob verschlossen oder ob ich gute Miene zum bösen Spiel machen soll. Oder. Ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist, diese Vorfälle unter den Tisch zu kehren. Aber letztendlich müsstest du auch dann deine Tochter aus der Familie rausziehen, um weiteres Unheil zu vermeiden. Ja, genau. Und es bleibt das schlechte Gewissen, finde ich, dass der vielleicht, wenn der das bei deiner Tochter macht, macht das vielleicht auch bei anderen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Und wenn man nur irgendwie jemanden schützen kann, sollte man das machen, finde ich. Ja, aber es stimmt halt wieder dann. Ich weiß nicht, wenn ich das vor die Polizei bringe und dann geht meine Tochter vor Gericht, ob die wirklich so standhaft ist, weil ich weiß nicht, er hat ja schon das so tonend eingebläut, also so, dass sie wirklich, also was, Angst hat, dass sie von ihm vielleicht in irgendwie umgebracht würde. Na, ich sage das jetzt mal so einem krassen Beispiel. Ja, ich verstehe. Ich finde, dass das sowieso alles ganz sensibel jetzt behandelt werden muss. Und vor allen Dingen muss deine Tochter im Vordergrund stehen. Dass sie nicht in diesen Situationen gerät, wie du gerade sagst, dass sie Angst hat mit Polizei und so. Deswegen wäre eine Beratung, eine ordentliche Beratung, zunächst das Allerwichtigste. Welche Stelle da in diesem speziellen Fall die richtigste wäre, das würden wir dir gerne jetzt im Hintergrund sagen. Meine Mitarbeiter würden dir das gerne sagen. Ja, okay. Dass du vielleicht in dieser Beratungsstelle zusammen mit deiner Tochter weiter besprichst, was zu tun ist. Aber ich würde auf jeden Fall etwas unternehmen. Okay, ich danke dir, dass ich hier durchgestellt worden bin. Ja, natürlich. Dass du zugehört hast. Und jetzt mach weiter für deine Sendung. Ich gucke die, wenn ich Zeit habe, immer. Also, Dankeschön und eine schöne Zeit. Na, alles Gute. Liebe Saskia, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche hier von uns. Wir sind nächste Woche wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Mai-Wochenende und freue mich auf den Montag. Wenn ihr mailen wollt, ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Oder am Montag dann ab 0 Uhr anrufen. 0 Uhr sind die Leitungen immer geschaltet und da sind wir erreichbar. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.